Hallo Leute, hier sind wir wieder mit Crastorio. Letztes Mal haben wir hier hinten unsere neue Schmelze fertig, ja, nicht gebaut, zumindest geplant. Da fehlt noch einiges für Eisen und Kupfer. Und heute wollen wir da rechts davon noch einen Bahnhof hinsetzen, für die Anlieferung der Rohmaterialien. Dafür habe ich eine Blaupause irgendwo und ich denke, wir werden Stack Insorter brauchen. Dafür brauchen wir rote Schallkreise. Die liegen da nebenan, die bekommen wir irgendwie. Und Stahlzahnräder. Und weil die auch Stahlzahnräder brauchen, habe ich mir gedacht, machen wir das doch so und dann hier die Stahlzahnräder. Hier sind sie. Stahlplatten brauchen wir auch. Das heißt, wir machen das mal so und dann werden wir schauen. Keine Untergrundbänder. Aber die haben wir in der Nähe. Gut. Das wird so nicht funktionieren. Wenn wir die so knicken und dann so, dann bekommen wir das hin. Kein Holz für Eisenkissen. Und ich denke, was fehlt uns denn da noch? Dann eigentlich nur noch die roten. Hier können wir das so machen. Und wenn wir ein Band mit roten da oben hinlegen, dann müssen wir nur schauen, wie wir Strom bekommen. Ah. Hier brauchen wir Greifarmteile. Könnte so gehen und dann, wie gesagt, hier einmal rote Schallkreise bitte. Ja, die hier abzweigen. Dann fehlt mir nur noch etwas Holz für die Kisten. Denke mal 4 Stack, hier sogar nur einer. Filtern dann
Von denen brauchen wir nie so viel wie von den anderen. Und dann sollte das zum Laufen kommen. Gut. Dann hole ich mir mal noch die anderen Materialien hier von unserer Eisenbahnproduktion. Ein paar Haltestellen, ein paar von den Signalen, ein paar von den Signalen, ein paar Lokomotiven. Würde wahrscheinlich helfen, wenn wir hier die Greifer platziert hätten. Das heißt, die Waggons werden noch etwas Zeit brauchen, aber die brauchen wir ja sowieso erst ganz zum Schluss. Yep, das wird da oben gebaut. Und erzmäßig oder rohmaterialienmäßig brauchen wir da Kupfererz, Eisenerz, Stein und Kohle. Das heißt vier Bahnhöfe. Und wir sind wieder mit der Forschung durch. Den werden wir noch brauchen, wenn wir persönliche Bauroboter haben wollen. Und dann machen wir vielleicht hier weiter. Uranverarbeitung. Lasertürme. Nicht sicher, was das ist. Aber wir forschen es mal. Ja, das Erzfeld wird leerer und leerer. Drum müssen wir uns wahrscheinlich bald mal darum kümmern, neue Erze anzuschließen. Kohle haben wir ja schon. Und den Kohlebahnhof hier, den werden wir wahrscheinlich erst recht spät benötigen. Denn derzeit holen wir Kohle noch hier vom Band und das können wir bis hier hinten rumlegen und das so reinschleusen. Ich denke, hier etwa auf dieser Höhe, das sollte gut sein mit dem Bahnhof. Dann, wo könnten die Bahnhöfe drin sein? Brauche keinen Loader, ich brauche einen Unloader. Haben wir hier was? Viele Gutes, aber kein Bahnhof. Okay, dann machen wir das halt selber. Also hier. Das wird unser Kupferbahnhof. Kupfer, Erz bei der Schmelze. Anlieferung.
Und dann geht der da so hoch. Dann können wir hier gleich mal weiter nach oben ziehen. Und hier eine Lokomotive hinstellen. Hier. Was brauchen wir? Brennstoff. Die kann mit Kohle fahren. Das heißt, wir können da vom Kohlezug was abzwacken. Das heißt, vier Waggons. Hier kommt das Signal hin. Und dann können wir hier die Kurve nach oben machen. Das ist in etwa das Layout, das wir brauchen. Ich denke, bevor wir hier weitere Bahnhöfe platzieren, möchte ich den hier vollständig fertig machen, sodass wir das Layout dann einfach kopieren können. Und vielleicht kopiere ich mir dieses Mal eine Blaupause davon. So sieht das fertige Layout aus. Wir haben die Entladung direkt aus den Waggons mit Stack-Insortern in Holzkissen zweiseitig. Das heißt, dadurch stellen wir sicher, dass der Zug schnellstmöglich geleert wird. Und dann aus den Kissen knicken wir mit normalen, schnellen Insortern auf die Bänder, führen die zusammen, sodass wir dann hier oben vier Bänder im Ausgang haben. Wichtig hier ist mir, dass der Zug möglichst kurz hier in der Entladestation steht, denn pro Erz werden wir nur einen Entladebahnhof haben. Das heißt, wir werden noch einen Wartebahnhof bauen müssen, sodass wir pro Erz mehr als einen Zug haben können. Gut, aber ich denke, ich hole mir hiervon mal eine Blaupause und speichere die und dann kann ich die anderen Züge oder die anderen Bahnhöfe auch noch platzieren, bevor wir zum Wartebahnhof kommen. Und der Wartebahnhof ist eigentlich kein richtiger Bahnhof, sondern einfach ein paar Gleise vor dem eigentlichen Bahnhof, wo die Züge reinfahren können. Und die werden dann hier von diesen Signalen gestoppt, weil ihre Plattform nicht frei ist. Und wir haben hier mehr Plattformen, als wir überhaupt Bahnhöfe haben, so dass wir pro Erz mehr als zwei Züge haben können. Nun müssen wir hier den Ausgang und hier den Eingang zusammenbringen und ich denke, das machen wir mittels Kreisverkehr. Hier habe ich was. Den brauchen wir nicht. Es ist immer gut, den Gleisen entlang auch Strom zu verlegen. In früher oder später wird man den Strom ja sowieso brauchen. Mit Baurobotern wäre das Ganze etwas
einfacher. Dann verbaut man sich auch nicht. So, der mittlere Teil ist gemacht. Jetzt nur noch alle Ein- und Ausgänge. Und dann signalisieren. Und die Signale sind nicht wirklich kompliziert. Da, wo wir rausgehen, ein einfaches Signal. Und da, wo wir in den Verkehr reinkommen, ein Pfadsignal. Wie heißen die auf Deutsch? Und dadurch stellen wir sicher, dass wir optimalen Fluss haben. Gut, dann muss ich ja nur noch das mit dem Gleis da unten verbinden. Und die Gleise haben nicht ganz gereicht. Aber vielleicht machen wir das so. Ja, das könnte funktionieren. Ein kleiner Schlenker. Ha! Und dann rein auch die Gleise. Und dann platzieren wir hier entlang noch ein Signal. Und hier können wir noch eins. Und da auch noch eins, bevor wir dann den Kreisverkehr erreichen. Und von hier werden wir dann irgendwann später unser Schienennetz aufbauen. Aber das war's für heute. Da haben wir auch noch einiges zu ergänzen. Aber was ich gesehen habe, unser Erzfeld wird hier immer kleiner, insbesondere Kohle ist nicht mehr in allzu großem Überfluss vorhanden. Das heißt, ich denke, nächstes Mal gehen wir mal die neue Dampfproduktion an. Also bis dann und tschüss!